Tom Sitas setzt alles auf eine Karte. 150 Meter tiefes Blau sind unter ihm. Wird er es schaffen? Meter. 60 Meter. 80 Meter. 122 Meter. Tom Sitas ist am Ziel seiner Träume. Nur langsam, viel zu langsam, füllt sich der Hebelschirm mit Luft zum Aufsteigen des Athleten. Sekunden werden zu Stunden. Nach 45 Sekunden Grundzeit greift schließlich der Sicherheitstaucher ein. Zeit. Tom Sitas erreicht gesund wieder die Wasseroberfläche. Da keine Wetterbesserung in Aussicht ist, muss der Rekordversuch 2005 abgebrochen werden. Sicherheit und nicht nur der Spaß am Freitauchen stehen bei den Apnoe-Spezialisten im Vordergrund. Die 122 Meter Tiefe sind für Tom Sitas Non-Limit-Bestleistung und zugleich ein neuer deutscher Rekord.